Also es ist so, grundsätzlich holen wir das Ganze einmal am Tag ab. Momentan ist es so, dass wir um 10.30 Uhr den Abhollauf starten, was aber nicht bedeutet, dass es in Zukunft auch so bleiben wird. Das heißt, ja, wir holen jeden Tag ab. Damit kann ich auch davon ausgehen, dass sie tatsächlich aktuell sind. Was ich noch nicht habe, ist eben, so wie erwähnt, dieses Suchprofil speichern und dementsprechend auch noch kein automatisches Benachrichtigungssystem dahinter. Ganz einfach auch deswegen, weil wir uns eben hier nicht im angemeldeten Bereich, sondern im öffentlichen Bereich befinden und damit ist es momentan in die Ausbaustufe zumindest noch nicht möglich, dass ich mich hier auch automatisch benachrichtigen lasse. Werden allgemeine Daten der Ausschreibung zur Verfügung gestellt oder auch zum Beispiel Lose oder Optionen? Also momentan ist es so, dass tatsächlich jede Ausschreibung, die Sie da finden, alle Kerndaten beinhaltet, die gesetzlich für diese spezielle Kerndatennachricht gefordert sind. Und zwar gesetzlich gefordert sind. Weil gerade das Thema Lose war, man sieht hier in dem Fall zum Beispiel, und wie gesagt, das sind nur Testdaten, hier ist die Information, der Auftrag ist in Lose geteilt, ja. Was es nicht gibt, ist eine weitere Information darüber, welche Lose jetzt zu dieser Ausschreibung gehören, warum gibt es die nicht. Das ist gesetzlich momentan zumindest nicht gefordert, ist nicht im sogenannten Anhang 8 des Bundesvergabegesetzes 2018. Wie lange bleibt dann diese Ausschreibung eigentlich im System drinnen? Grundsätzlich natürlich einmal solange die Ausschreibung auch tatsächlich läuft. Aber eigentlich in der jetzigen Form solange der Auftraggeber seine Kerndaten uns über diesen genannten Open Government Data Prozess zur Verfügung stellt.